Hallo und willkommen zu einem neuen Manga-Review. Heute stelle ich euch den Manga Con vor. Es gibt insgesamt 4 Bänder. Die 2 sind eigentlich dann noch extra Bänder. Einmal Con High School und Con College. Ihr werdet wahrscheinlich den Anime eher kennen als den Manga. Auf jeden Fall erstmal umdrehen. Ich bin erst einmal erstaunt, dass die Bücher so groß sind. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was mich weiter gewundert hat, ist, dass es so richtig Comic-like hier so runtergeht in diesen einzelnen Fenstern. Das ändert sich die ganze Zeit über nicht. Manchmal ist es farbig, manchmal nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht wieso. Da hatten wohl die Autoren, die Zeichner einfach mal Lust gehabt, auf der hier mal zu zeichnen, da keine Lust gehabt vielleicht, ich weiß es nicht. Ich will ja auch niemanden schlecht reden oder so. Der kostet euch 8 Euro. Wahrscheinlich deswegen, weil er wegen der Größe so vielleicht, keine Ahnung. Aber erstmal lesen wir, was da so im Vorkommen. Mio und Rizzo sind schrecklich betrübt. Die Musik-AG ihrer Schule soll aufgelöst werden, weil es nicht genug Mitglieder gibt. Doch ihre Trauer ist von kurzer Dauer. Denn schon bald stoßen Yui und Tsumugi dazu, und das niedlichste Quartett der Manga-Welt ist komplett. Blöd nur, dass Yui noch nie ein Instrument in der Hand hatte. Noch nie. Und sie findet mit der Gitarre Posen deutlich einfacher, als auf der Gitarre zu spielen. Das könnte ich auch. Also ich meine das Posen, nicht das Spielen. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie die zusammengewürfelte Band richtig rockt. Aber die Mädels haben Mumm und sind Moe. Ein japanischer Begriff für süß, nehme ich an. Ich bin... Boah, schlag mich tot, wenn ich jetzt gerade falsch liege. Ich glaube es aber zumindest so. Weißt ihr was? Da googelt es, wenn ihr das unbedingt wissen wollt. So. Es ist wirklich sehr kindlich gezeichnet. Finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Das ist halt eben auch im Mangas, im Anime so. Natürlich ist es da halt besser. Ach ja. Bevor ich es vergesse, muss ich erwähnen. Als ich die bestellt habe, war auch so ein Soundtrack, nee, eine Song-CD dabei mit den Liedern von den, den die halt eben gemacht haben. Finde ich eigentlich ganz nett, so als Feature beim Bestellen. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Die Geschichte halt, das sind 4 Mädels, die halt eben eine Band gründen. Es ist purer Comedy, es gibt keine Action, also sowas gibt's nicht. Kein Action diesmal auch, für die es dachten. Ansonsten kann man sich hier erfreuen an den Witzen oder an den nicht so lustigen Sachen, je nachdem, ob das den Humor der Person eben drauf trifft. 4 Bänder geht es, dann gibt es im Con High School. In der Geschichte treffen die halt noch ein 5. Mädel, das ist die, Moment, ich muss den Namen suchen, ich hoffe, das steht hier drauf. Entschuldigung, ich musste gerade husten. Asuya oder sowas heißt die. Ich weiß, ihr seid leider nicht mehr genau richtig. Ist schon etwas länger her, dass ich den gelesen habe. Ja, sie kommen als erste Klässlerin im Manga ganz normal drin vor. Aber die gehen dann aufs College, das heißt, die Highschool ist dann beendet. Und die gründet halt dann, damit die ist dann quasi allein und gründet dann eine neue Band mit ihren Freundin, mit der Geschwister von der Yui.
Geschwister, kleine Schwester von der. Gründe hat eine neue Band und es geht halt jetzt hier um die neue Generation halt der Musik AG. Und in Highschool, in College, da sieht man halt, wie es denen dann nach der Highschool ergangen ist. Ich habe mir gleich alles geholt, weil ich will halt eben alles wissen halt, so wie es halt sich gehört. Ist ganz nett, kann man ruhig lesen, die kosten auch 8 Euro. Das auch 8 Euro, ja, alles 8 Euro, also jeweils ein Buch 8 Euro. Kann ich euch empfehlen, ist amüsant gewesen, das zu lesen. Kann man sich nicht beschweren. Gut, viel Spaß beim Lesen dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss.